So, hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Im letzten Part wurden wir eines Modfalls beschuldigt. Mit diesem Part werden wir doch unsere Unschuld beweisen und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das ging. Aber ich schätze mal, es hat irgendwas mit diesem Schlüssel hier zu tun. Deswegen werde ich jetzt einfach mal den See aufbrechen. Und da klitscht's um. Klar. Ist logisch. Wie alles in diesem Spiel klitscht auch das rum. Ach, schön. Ja, wir werden jetzt erstmal mit Sushi. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier den Schlüssel holen. Und damit das Schloss da drüben aufschließen. Ja, Glitch, du kannst bitte wieder aufhören. Hör auf! Oh, hör auf! Hör doch jetzt bitte auf! Oh Mensch, Glitch, verfolgst du mich eigentlich überall hin? Auf jeden Fall, wir klettern jetzt erstmal hier rauf. Und Entschuldigung, Leute. Und dann rutschen wir über die Dächer und hier in den Schornstein. Und Glitch, du kannst wirklich mal wieder aufhören. Oh Mann. Was zum? Warum steckst du in meinen Ofen? Das war ein geheimer Raum gefunden. Ich dachte, durch den Ofen. Wie brillant. Glitch, hör auf. Boah, ich bin aggressiv, ne? Ich bin Hemingway, der Buchautor. Hast du schon mal von mir gehört? Was? Der Bürgermeister wurde ermordet? Und ich bin der Hauptverdächtige? Du musst scherzen. Das ist lächerlich. Ich würde niemals so etwas tun. Ey, ich drück das jetzt einfach mal weiter, Leute. Sorry, aber das Klitschen geht mir echt auf den Geist. Erscheintreppen, ja, hat er gesagt. Oh, sorry, Leute, tut mir echt leid, aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass diese Stadt so glitscht. Ich dachte wirklich, nach Glitch City wäre es vorbei. Habe ich mich wohl geirrt? Erholen. Oh mein Gott. Also ich hoffe, wirklich im Video erkennt man doch was oder es ist nicht allzu schlimm. Wie gesagt, ich kann mich nur immer wieder entschuldigen, aber... ist einfach dumm. Und da fängt es schon wieder an. Und Entschuldigung. Ich muss ab und zu noch husten. Lass uns jetzt aber nur endlich auf den Grund gehen. Ja, dann komm mal mit. Hier, du wirst gleich verhaftet hier. Oh, du schon wieder. Bist du mit etwas Neuem gekommen? Und hört euch die Musik an, finde ich toll. Sag, ist dieser Pinguin da hinter dir vielleicht der mysteriöse Buchautor namens Hemingway? Was? Der Bürgermeister Pinguin hat einen Zettel in der Hand gehalten, auf den Hemingway geschrieben war? Bah, wenn das true wäre, ja. Wenn das wahr wäre, hätte ich ihn sicherlich bemerkt. Definitiv hält er irgendwie so etwas wie eine Art von Papier. Natürlich, eine Nachricht über seinen Tod. Sein letzten Atemzug hat der Bürgermeister uns die Identität seines Mörders verraten. So, Mr. Hemingway. Sie eiskalter Mörder. Jetzt macht alles Sinn. Endlich macht alles keinen Sinn, ne? Sehr geehrter Mann, wie kommen Sie eigentlich auf so eine lächerliche Idee? Glauben Sie wirklich, ich könnte das dem Bürgermeister antun? Er war ein sehr guter Freund von mir. Ja, Sie waren gute Freunde. Aha. Aber das war natürlich nur ein... Was? Och, Glitch, hör auf. Das war nur Vortäuschung, damit man den Verdacht von dir ablenkt. Ist es nicht so? Ach, los! Also wirklich! Es ist so leicht! Was? Du einfacher Pinguin!
Ich würde niemals so berechenbar sein. Außerdem, ich bin komplett unschuldig. Ich habe die ganze Zeit in meinem Haus an meinen neuen Büchern gearbeitet. Ich hätte nicht mal die Zeit gehabt, hier rüberzukommen. Ich würde eben noch vorschlagen, dass der Mann mit dem Schnurrbart der Mörder ist. Dieses Pinguin-Mörder müsste hier um. Er wird immer irritierender. Er bewegt sich. Er bewegt sich. Oh mein Autsch! Entschuldigung. Ja! Das war cool. Mein Ehemann ist zurückgekehrt. Er ist ein Geist. Ah! Oh mein Gott. Hallo alle Leute. Hallo zusammen, meine ich. Was geht hier ab? Was? Der Bürgermeister? Er dachte, du wärst tot. Sie wären tot. Unser Hinterraum, oder Mysterium, ist Quatsch. Hä? Was redest du da? Ich glaube, es scheint dir etwas... ein kleines Missverständnis vorzuliegen. Ich habe da ein Souvenir für Mr. Haringray gesucht und... ja... natürlich! Ich bin ausgerutscht und habe mir den Kopf auf den Boden angeschlagen. Ja, so ist passiert. Glitch! Hör auf! Hier bitteschön, Haringray. Da... was? Danach habe ich gesucht. Toad City war so interessant, so viele interessante Dinge. Ah, ich wünschte, ich hätte länger dort bleiben können. Boah, ich klick das jetzt weg. Danke, alle Freunde, sehr großzügig. Aber Bürgermeister, ja, aber glaubt, sie wären ermordet worden? Die ganze Stadt war in Aufruhr. Nächstes Mal sollen sie vorsichtiger sein. Ah, ja, natürlich. Das war natürlich Entertainment pur. Ich glaube, ich habe gerade ein neues Buch. Ja, genau. Ich hatte nur die besten Absichten, aber aus irgendeinem Grund ist es irgendwie schief gelaufen. Hallo, Entschuldigung über all das. Ich muss mich entschuldigen, aber du bist Mario, nicht wahr? Lass mich dich willkommen in Schimmel City heißen. Du möchtest zur Starborn Valley, nicht wahr? Natürlich. Ich werde dem Torwächter sagen, erlauben wir die Stadt zu verlassen. Ja, ich möchte bitte hier raus. Boah, ich möchte aus dieser Stadt raus. Boah. Die ist ja noch schlimmer als Glitch City. Oh Gott. Oh mein Gott. Bin ich hier weg? Weg. 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 Ich will weg. Hier, ich will weg, hier, ich will hier weg, lass mich weg! Oh. Freiheit! Yeah. So, und jetzt gehen wir auf den Weg nach Starborn Valley. Hey! Die Power Rangers greifen wieder mal. Ich habe auf dich gewartet, Mario! Ich habe hier so lange gewartet! Ja. Dieser weggeklickt übrigens. Dieser Ort ist eiskalt und kalt und eisig und... ich hasse es. Ich halte es nicht mehr länger aus. Ich muss hier raus. Aber vorher werde ich dich noch besiegen in Rekordzeit. Und dann werde ich zurückgehen an einen warmen Platz. Bist du bereit, Junge? Auf geht's. So, diesmal werde ich dich fertig machen. Ich war beschäftigt, Junge, ich habe ein paar coole Techniken gelernt. Check this out! Wow, du bist ein Zauberer. Damit willst du mich jetzt schocken. Die Junge! Da musst du dir schon bessere Sachen einfallen lassen, um mich zu schocken. Super! Da war ja deine letzte Form besser, ey. Oh Mann. Die Jugend von heute. Wow, 7 Schaden! Oh, süß.
wirklich süß. Zack, 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 bam. Ins Gesicht. Und die Bombe. Bam. In your face. Ja, ja. Zauber mich, du nur. Du kriegst einfach den Hammer ins Gesicht. Zack, zack. Und zack. Ah, ich wollte doch überhaupt mal was ausprobieren, Leute. Wie viel denn jetzt eigentlich meine neue... Ja. Der ist gerade gestorben. Jetzt schon. Nein! Das war jetzt eine Herausforderung. Aber ich heile mich nochmal davor. Wer weiß nämlich, was hier auf mich lauert. Ja, ich betrete freiwillig diese City nochmal. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mache. Aber egal. Heilen ist wichtig. Denn heilen ist immer gut. So, gib mir... Jawohl. Ach, und hier in der Stadt möchte ich doch überhaupt noch was mitnehmen. Fällt mir gerade so ein. Ah, das, da liegt es doch schon. Genau danach habe ich gesucht. Ich eine gefrorene Kartoffel. Yay. Damit können wir nämlich was Schönes kochen, glaube ich. Ich weiß aber gerade nicht mehr was. Naja, wenn wir wieder in Glitch City sind, dann vielleicht denke ich ja mal dran. La 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 la. So, wir machen uns jetzt auch erstmal auf den Weg in Richtung Starborn Valley, denn das... Und der Typ ist eingefroren. Kann man nicht aufspringen? Okay, bist jetzt eingefroren. Oh lolol. Und hier sieht man schon... Schneemänner. Hm. Was hat es da wieder auf sich? Okay. Okay. Ah! Ein Brief erhalten. Okay, das wollte ich jetzt zwar gar nicht, aber okay. Gut. Ungewollt, ungehofft. Na, wie heißt es der Spruch? Unverhofft kommt oft oder irgend sowas. Aber wie in diesem Spiel. Jeden Baum anklopfen, denn da könnte ja was runterfallen oder dahinter sein. Und neue Gegner. Hallo? Na? Hallo, Gegner. Mensch. Oh, noch mehr neue Gegner. Was könnt ihr denn? Könnt ihr denn was? Gleich mal testen, ob ihr was könnt. Bäm! Okay, sie halten schon mal gut aus. Zack, zack, bäm! Aber 13 halten sie natürlich nicht aus. Das wäre ja auch schlimm gewesen. Yay! Und yay, und yay. So, gibt es hier was? Nö. Nein, auf dich habe ich jetzt gerade keine Lust. Und hier glitscht es auch rum. Boah! Entschuldigung. Kehre um, komm nicht näher. Kehre sofort um, oder ich werde dich aufessen. Was denkst du? Bin ich nicht ein furchterregendes Monster? Du solltest weglaufen. Ich wollte nicht weglaufen, wollte eigentlich kämpfen. Fight! I wanna fight! So, auf geht's. Und ich wollte, jetzt kann ich mal ausprobieren, wie viel der Sprung jetzt eigentlich abzieht. Und so wie es aussieht, 5. Das wäre fantastisch, wenn ich wirklich 5 abziehen würde. Dann würde ich ja mit einem normalen Angriff 10 machen. Reiß dich mit Sternen an. Ha, süß! Na, hast du schon Angst? Nö. Und ich mache wirklich mit einem normalen Sprung 10 Schaden. 10 verdammten Schaden. Krass. Und das ist cool. Also ich brauche keinen... wie heißt's? Ich krieg sogar 10 Standpunkte. Oh, wir gehen fast ein Level ab, Leute. Nein! Renn weg. Das waren kleine Sterne. Kleine Twinks. Ja klar, wir kommen in das Starborn Valley. Da werden die Sterne geboren. Und da bin ich auch schon. Ah, du bist Mario, nicht wahr? Kommst du mit? Was sagst du? Nein, wie geht's dir? Ich bin Merle. Ich kümmere mich um die Sternenkinder, die hier in Starborn Valley geboren werden.
Das sind viele Dinge, die ich dir sagen muss, aber nicht hier. Komm, lass uns in mein Haus gehen. Ich kann mich nicht konzentrieren hier draußen in der Kälte. Hier entlang, bitte folge mir. Ja, klar. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir in dieses Haus gehen, werde ich erst... Es glitscht schon wieder. Schlimm. Werde ich erstmal den Part beenden. Und deswegen sage ich einfach mal, also dann, bis dann. Ciao, Leute.